drauf und willkommen zu einer neuen Folge von Kassettenkind. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge möchte ich euch ein besonderes Hörspiel zeigen, was mir in der Kindheit wirklich sehr großen Spaß gemacht hat. Das war auch einer der ersten Bücher, die ich gelesen habe. Und zwar ist die Rede von, ihr seht es hier schon, von Ottfried Preußlers Der Räuber Hotzenplotz. Zur Geschichte muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Es gibt also vom Räuber Hotzenplotz 4 Bücher. Die ersten 3 Bücher, das sind die, die man eigentlich halt so kennt. Das ist, das erste Buch ist Der Räuber Hotzenplotz. Das zweite Buch ist Neues vom Räuber Hotzenplotz. Und das dritte Buch, ich weiß nicht, ich glaube, es heißt nur Räuber Hotzenplotz oder nur Hotzenplotz 3. Das ist hier alles vom Räuber Hotzenplotz. In diesem Buch stehen halt alle 3 Bücher drin. Und dann gibt es noch ein viertes Buch vom Räuber Hotzenplotz, und zwar Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete. Um dieses Hörspiel soll es aber nicht gehen, sondern es geht quasi nur um diese ersten 3 Bücher. Denn diese ersten 3 Bücher oder die 3 Bücher vom Räuber Hotzenplotz gab es eben auch als Hörspiel vom Karussell Verlag. Ich zeige euch das gleich hier nochmal im Einzelnen. Und zwar sind immer, also es gibt 6 Hörspielfolgen. 2 Hörspielfolgen sind immer ein Buch. Die Mondrakete gibt es zwar auch als Hörspiel, aber das wurde halt ein bisschen später erst gemacht. Deswegen, also auf Kassette ist es, glaube ich, nie erschienen. Ich habe es aber auf CD, zeige ich euch gleich. Also wie gesagt, die ersten beiden, also 2 Kassetten ergeben immer ein Buch. Das ist Teil 1 und Teil 2. Das ist Teil, ja, Teil 3 und Teil 4. Und wir haben dann noch Teil 5 und Teil 6, heißt also das dritte Buch. Lege ich mal vorne hin. Wenn ihr Ottfried Preußler nicht kennt, also den Autor nicht kennt, dann kennt ihr vielleicht seine Bücher. Er hat unter anderem geschrieben, also neben dem Räuber Hotzenplotz hat er geschrieben, den Kater Mikesch, Die kleine Hexe, Der kleine Wassermann, was hat er noch geschrieben? Dann natürlich einer meiner Lieblingsgeschichten, Krabat. Und darüber werde ich wahrscheinlich auch mal eine Folge machen. Und er hat insgesamt, glaube ich, 32 Bücher geschrieben. Die wurden in 55 Sprachen übersetzt und die Gesamtauflage seiner Bücher beläuft sich, glaube ich, auf über 50 Millionen. Also man kann schon durchaus sagen, es war ein sehr erfolgreicher Buchautor. Dann noch zu Beginn ein kleiner Fun-Fact. Und zwar ist das erste Mal erschienen Der Räuber Hotzenplotz auf Vinyl, und ich meine irgendwie 1970 oder so, sind also alle Folgen erstmal auf Vinyl erschienen. Dann gab es 1984 eine Kassettenproduktion von Karussell, und die erste Platte, also die erste Schallplatte, die gepresst wurde, die war so erfolgreich, dass es weltweit die allererste Hörspielplatte war, die die goldene Schallplatte bekommen hatte. Also die erste Folge von Hotzenplotz hat eine goldene Schallplatte gewonnen. Und wie gesagt, es war weltweit die allererste Hörspielplatte, die überhaupt so einen Preis bekommen hat. Fand ich eigentlich ganz interessant, das mal zu wissen. Gut, kommen wir aber jetzt mal einfach zu den Kassetten. Wie gesagt, in Teil 1 geht es halt darum, oder in dem Buch 1 geht es halt darum, dass Kasperl und Seppel versuchen, den Räuber Hotzenplotz so eigenständig dingfest zu machen. Geht natürlich völlig schief. Die beiden werden von Hotzenplotz gefangen genommen. Der eine wird an den Zauberer Zwackelmann verschachert. Der andere muss quasi als Dienstbote dem Räuber Hotzenplotz dienen. Geht natürlich auch wieder ganz gut aus für die beiden. Räuber Hotzenplotz wird später doch überführt und kommt ins Spritzenhaus. Da habe ich mich immer gefragt als Kind, was ist ein Spritzenhaus? Ich konnte mit dem Begriff einfach nichts anfangen. Warum der nicht einfach ins Gefängnis kommt? Genau. Im zweiten Teil schafft es natürlich Räuber Hotzenplotz, aus diesem Spritzenhaus zu entkommen. Und als Rache entführt er die Großmutter von Kasperl und Seppel, und die müssen natürlich versuchen, die Großmutter da wieder rauszuholen. Im dritten Buch geht es darum, dass eigentlich der Räuber Hotzenplotz den Räuberberuf an den Nagel hängen möchte und wird dann aber eines Verbrechens beschuldigt, was er nicht begangen hat. Was eigentlich ganz witzig ist, weil vorher ging es immer darum, dass er so der Verbrecher der Nation ist, und jetzt ist er plötzlich so der Unschuldige, der ja, quasi angeschwärzt wird, etwas gemacht zu haben, was er gar nicht getan hat. Eigentlich eine ganz interessante Wendung. Genau, also das ist die Geschichte, um die es halt in den Büchern geht.
Und ich muss sagen, grundsätzlich die Geschichte fand ich schon als Kind klasse. Ich finde sie heute noch klasse. Ich finde es gut, wie Kasperl und Seppel zusammen agieren, dass sie halt, ich sag mal, versuchen, so ein Räuber dingfest zu machen und obwohl sie scheitern, immer wieder es schaffen, ja, ich sag mal, dann letztendlich trotzdem zu gewinnen. Das hat mir als Kind immer ganz gefallen. Also das fand ich immer sehr gut. Und beim Räuber Hotzenplotz fand ich es eigentlich immer ja, so krass, dass der wohnt halt im Wald, der kann machen, was er will. Und das fand ich als Kind immer total interessant, weil wir haben auch bei uns früher in Gelsenkirchen haben wir in der Ressermark gewohnt und das liegt halt mitten im Grün. Und wir hatten auch immer einen riesen Wald bei uns vor der Haustür. Und das fand ich immer total spannend und habe als Kind immer gedacht, Mensch, wie wäre das denn, wenn man so in so einem Wald leben würde und sich selbst überlassen ist? Fand ich immer super klasse. Natürlich gibt es auch neuere Versionen von dem Räuber Hotzenplotz. Es gibt hier, wie gesagt, hier gibt es natürlich auch auf CD mit verschiedensten Sprechern. Ich glaube, Dietmar Bär. Ich glaube, in den Folgen spricht der Räuber Hotzenplotz Dietmar Bär. Dann gibt es hier noch die Inszenierung der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete. Bei dieser Geschichte bin ich mir nicht ganz sicher, weil es gibt verschiedenste Veröffentlichkeits Daten, also wann das Ding wirklich das erste Mal rausgekommen ist. Geschrieben hat er es, glaube ich, Anfang der 70er und ich meine, es war eher als Theaterstück konzipiert und deswegen ist es später nochmal aufgelegt worden als Buch. Wie gesagt, wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr mir unten in die Kommentare schreiben. Ich habe es mir auf jeden Fall auf CD mal gekauft. Das ist ein Hörspiel, ich glaube von, jetzt muss ich mal gucken, ist es von 2018? Ja, ist von 2018 und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was mir jetzt im Nachhinein, also ich habe das, also das Buch habe ich gelesen 1988, da habe ich so gerade mit dem Lesen angefangen und danach kamen dann eben auch die Hörspiele und ich war als Kind natürlich total begeistert. Wenn ich mir die Hörspiele heute anhöre, muss ich sagen, gibt es da doch so ein, zwei Kritikpunkte, die nicht mit der Story zu tun hat, sondern eigentlich eher mit der Machart. Der erste Punkt, der mich so ein bisschen gestört hat, war, dass das Hörspiel sehr einfach umgesetzt ist. Das heißt, es gibt eigentlich so relativ wenige Sounds. Also das Hörspiel lebt eigentlich nur von den Sprechern, die das an sich wirklich ganz gut machen. Da gibt es gar nichts drüber zu sagen. Aber man hätte durchaus noch so ein bisschen mehr Sounds reinbringen können, dass das Ganze noch ein bisschen mehr Atmosphäre bekommt, weil es klingt so ein bisschen klinisch tot, möchte ich sagen. Dann finde ich es auch sehr schade, dass die Cast, also die Sprechercast, insgesamt häufig gewechselt wird. Also allein Räuber Hotzenplotz, der hat, glaube ich, drei Sprecher. Und was ich auch sehr merkwürdig finde, es gibt zur ersten Folge, ist ja hinten in den Covern, seht ihr ja hier, sind ja immer hier hinten die Credits abgedruckt und es fehlt zum Beispiel der Sprecher von Räuber Hotzenplotz, der ist nicht aufgeführt. Und ich habe im Netz auch nicht gefunden, wer da der Sprecher ist. So, und falls ihr das wisst, wie gesagt, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, fände ich ultra interessant. Und naja, dann hat er danach kommen noch zwei weitere Sprecher, die das auch an sich ganz gut machen. Ich habe mich nur gefragt, warum bleibt man nicht bei einer Hörspielreihe oder bei der Serie nicht einfach bei einem Sprecher? Dann fand ich auch schade, dass im ersten Teil die Großmutter von einer Frau gesprochen wird. Die macht das gut, aber die Stimme klingt eigentlich viel zu jung. Ich hätte eher gesagt, ja, das klingt eher nach Tante und nicht nach Großmutter. Haben sie dann in den anderen Folgen auch umgesetzt. Da spricht es, jetzt muss ich mal in den Namen gucken. Die erste Sprecherin war Ulla Christ. Und die zweite Sprecherin ist die Alice Franz. Und Alice Franz, muss ich sagen, die hat so richtig diesen Großmuttercharakter. Hat sie auch sehr, 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 sehr gut gespielt. Wie gesagt, das sind so die Punkte, die mich so ein bisschen gestört haben, dass halt auch die Cast so ständig wechselt und dass die Sounds halt mal so ein bisschen mehr machen können. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass die Hörspiele früher, so gerade in den 80ern, auch teilweise wirklich etwas einfacher produziert wurden, als es heutzutage möglich ist. Also wenn ich jetzt ein Hörspiel höre, da ist einfach insgesamt viel mehr an Sounds und Musik. Aber wie gesagt, das ändert ja nichts daran, dass die Story ganz gut ist. Und ich freue mich halt eben auch, dass ich hier alle sechs Teile auf Kassette habe. Ich habe ja die Version von Karussell. Karussell war der erste Verlag, der die Hotzenplotz-Hörspiele rausgebracht hat. Und in den 90ern gab es nochmal eine, ja, Neuauflage will ich nicht sagen, aber der Vertrieb hat sich geändert und zwar
wurden da die Hotzenplotz-Hörspiele von dem Label Spektrum Junior veröffentlicht. Ich selber habe die Kassetten nie gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie die Auflage da ist. Ich weiß nur, dass in den 90ern habe ich halt gelesen, dass da die Spektrum Junior die Hörspiele vertrieben hat. Aber wie gesagt, weitere Informationen habe ich dazu leider nicht. Das war es auch schon wieder mit einer Folge von Kassettenkind, diesmal mit dem Räuber Hotzenplotz. Falls ich irgendeine Info nicht gegeben habe oder ich was vergessen habe, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare, würde ich mich darüber freuen. Ich lerne ja immer gerne dazu und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch etwas Neues erzählen, was ihr noch nicht wusstet. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr meine Videos liked und ihr könnt mir auch gerne auf Facebook und Insta folgen. Da gibt es auch immer wieder neue Informationen, was ich gerade so treibe, was ich mache, was ich mir Neues gekauft habe und natürlich auch, wann ein neues Video erscheint. Also folgt mir auch da. Und ich würde sagen, hört Hörspiele, habt Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!